Ja, ich wollte gerade sagen, es wäre so ein bisschen komisch, Susanne hält jetzt den Vortrag und moderiert sich selbst an. Jetzt habe ich die ehrenvolle Aufgabe gekriegt, wobei es eigentlich nahezu überflüssig ist, dich vorzustellen in diesem Rahmen hier. Also wer kennt Susanne nicht, aber ich mache es mal ganz offiziell. Susanne Zernsitz spricht statt Birgit Lummer über die Mondknoten und einfach nur, dass ihr mal so einen Eindruck kriegt, was Susanne alles hier organisiert und gemacht hat. Wir haben dann vor ein paar Tagen die Nachricht gekriegt, dass die Birgit Lummer nicht kann und so wie Susanne ist, lieb, großzügig, immer für die Sache bereit, irgendwie Nachtschichten einzulegen, hat sie dann die letzten Nächte bis 4-5 Uhr an diesem Vortrag gearbeitet, dass es nicht irgendwie eine Lücke gibt, sondern dass ja dieses wichtige Mondknotenthema dann auch noch passiert. Und ich finde, dafür hat Susanne jetzt erst einmal überhaupt einen extra Applaus verdient, dass sie wirklich für uns alle er hat bei der PowerPoint geholfen, während ich gearbeitet habe und die PowerPoint gemacht habe, hat er fertiggestellt, die PowerPoint. Ja, so geht das immer bei uns. Okay, jetzt der offizielle Teil. Susanne Zernsitz, seit 33 Jahren beschäftigt sie sich mit der Astrologie, 33 Jahre geballte Erfahrung in dem Bereich, seit 2001 berät sie astrologisch, gelernt bei der Maria Luise Martis unter anderem, hat die astrologische Schule in Graz und ist, genau wie die Gabriela, ebenfalls Gründungsmitglied des OERVs und seit 2017 auch die erste Vorsitzende. Und zusätzlich dazu, als wenn das noch nicht genug wäre, ist sie seit 2010 dann auch noch Branchenbeauftragte der Astrologen in der Wirtschaftskammer Steiermark und seit 2015 Bundesvorsitzende der Astrologen in der Wirtschaftskammer Österreich. Und zusätzlich dazu, als wenn das auch noch nicht genug wäre, hat sie dann auch noch die Ausbildung zur diplomierten psychosozialen Lebens- und Sozialberaterin gemacht und ist auch sozial- und berufspädagogische Trainerin. Jetzt ist genug. Okay. Es ist immer irgendwie schwierig, das, die eigene Medizin zu schmecken. Wenn du über uns das Füllhorn ausgießt, musst du das jetzt auch mal ertragen. Also ich übergebe das, die Bühne in Anführungsstrichen an Susanne und ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse mit die Mondknoten, die Achse der Bestimmung. Danke. Ich habe ein Seminar, die Mondknoten, und wie dann der zweite Vortragende ausgefallen ist, haben wir ihm gesagt, der Rolf schreibt mir Mail und hat eine Idee gehabt, was wir machen, habe ich geschrieben, ich mache geschwind das Ganze. Und er hat dann in der Nacht von meinem Seminar rüber kopiert und am nächsten Tag nur mehr die Wörter ausgebessert. Und dann haben wir gedacht, halt, gestern in der Nacht habe ich es noch einmal versucht durchzulesen. Bei der Hälfte bin ich eingeschlafen, muss voll interessant sein. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, was ich darüber kopiert habe, weiß nicht. Also es wird spannend. Ich glaube, ich muss das mehr aus dem Stegreif machen. Ja, die Mondknoten kennt natürlich jeder. Es sind keine Planeten, es sind rechnerische Punkte, es sind sensitive Punkte. Und sie sind die Schnittbahn, der Umlaufbahn des Mondes um die Erde. Das heißt, wir haben da die Erde und die Erde bewegt sich um die Sonne herum und der Mond geht ja um die Erde herum. Und dadurch gibt es von der Mondbahn und der Sonnenbahn, der scheinbaren Ekliptik, zwei Schnittpunkte. Und das sind diese rechnerischen Mondknoten. Und dort, wo der Mond die Ekliptik hinunterschneidet, wir haben eine Rückkoppelung, gell? Befindet sich der absteigende Mondknoten. Und dort, wo der Mond die Ekliptik hinaufschneidet, befindet sich der aufsteigende Mondknoten. Und diese Schnittpunkte verschieben sich um ungefähr 3 Bogenminuten rückwärts durch den Tierkreis. Rückwärts wichtig, weil das ist ja dann beim Transit oft gemein. Ne? Da steht der an einer Häuserspitze und man glaubt dann, es ist das falsche Haus. Also da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich rechne übrigens mit diesen Warnmondknoten, mit dem True-Mondknoten.
weil der auch allfällige Direktläufigkeiten anzeigt und der Min-Mondknoten würde nur die Rückläufigkeit immer anzeigen. Und wenn Mondknoten in einem Horoskop direktläufig sind, das ist sehr selten, heißt es, unter Anführungszeichen, wir können es nicht beweisen, wir haben ja gesagt, Spekulationsbörse der Astrologen, dass man ein bisschen schneller ans Ziel kommt. Du, wir haben eine wirkliche Rückkopplung. Mal kurz, ja. Sonne und Mond sind eben da als Planeten beteiligt und das sind eben unsere Lichter und unsere Lichter sind natürlich was eminent Wichtiges und der Mond beinhaltet unsere sämtlichen Talente, die wir haben, welche wir mitbekommen haben und wir sollen mit Hilfe von der Sonne, das ist was Feuriges, was Aktives, sollen wir unsere Talente im ganzen Leben entfalten, verbrauchen, wir sollen eigentlich leer sterben, unser Talentetopf soll einfach ausgeschöpft werden. Und diese Mondknotenachse, da Sonne, Mond dabei sind, geistiges Prinzip, seelisches Prinzip, vereint sie eigentlich alles, was uns selber wichtig ist, unsere Lichter. Ja? Und dieses Mondknotenthema könnte man auch als Titel vom eigenen Lebensroman bezeichnen. Die verschiedenen Kapitel von dem Roman werden von den Planeten gestaltet. Die Mondknoten selber können ja nichts tun. Wir können ja sie nur analysieren, in welchem Haus und in welchen Zeichen sie stehen und welche Aspekte sie bekommen von den Planeten. Das heißt, die Planeten sind diejenigen, die das Ganze umsetzen. Und die Mondknoten zeigen, was unsere Seele so in unserem gegenwärtigen Leben eben verfolgt. Und die restlichen Angaben im Horoskop liefern einfach zusätzliche Infos und wie man diese Reise schafft, wie man sie umsetzen kann. Das wäre ungefähr so, wenn die Mondknoten überhaupt keinen Aspekt kriegen, ist es wie wenn ein Planet im Horoskop steht. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, unbeachteter oder unaspektierter Planet kann sich nicht entfalten, ist wie ein Kind, was nicht angeschaut wird. Und die anderen sagen, oh, das ist ganz was Herausgehobenes, Besonderes. Aber stellt sich vor, ein Kind kommt auf die Welt, wird nicht beachtet, wird nicht angesprochen. Es hat einen ganz grausamen Kaiser mal gegeben, der ein Experiment gemacht hat und Kinder nur im Bett liegen hat lassen. Und die sind im Bett gefüttert worden, im Bett gewickelt worden, im Bett gewaschen worden, die sind alle verstorben. Und unbeachtet, also unaspektierte Sachen sind ganz was Schlimmes eigentlich im Horoskop für mich, weil sie keinen zweiten haben, der sagt, komm, mach mal. Die stehen da und sind angewiesen, dass irgendein Transit, Progression mal kurz vorbeihuscht und sagt, ach, die gibt's auch noch. Also das muss man sich vorstellen. Also jeder Aspekt auf dem Mondknoten ist total wichtig, selbst wenn es Quadrate sind, wir kommen dann am Schluss zu den Aspekten auch noch dazu. Und die Mondknoten stimmen immer mit unserem gesamten Horoskop überein. Sie sind wie eine Essenz. Ja, also wenn ihr jetzt deuten würdet, Sonne, Mond, AC und Mondknoten, hättet ihr, bitte jetzt übertreibe ein bisschen, die Hälfte vom Horoskop oder drei Viertel eigentlich gedeutet. Und Mondknoten werden auch als karmischer Faktor angesehen. Wir haben ja viel mit Karma und mit Ahnen jetzt zu tun an diesem Wochenende. Und jetzt ist einmal die Frage, was ist Karma? Karma heißt für mich einfach, für euch sicherlich auch, Ursache-Wirkung. Das heißt, auf jede Aktion folgt eine Reaktion. Und wenn ich einen Kirschbaum pflanze, werde ich Kirschen ernten. Und wenn ich einen Zwetschgenbaum pflanze, werde ich Zwetschgen ernten. Aber ich werde niemals Äpfel von den beiden kriegen. Das heißt, das, was ich mache, Ursache, da kommt dann die Wirkung raus. Und also jede Aktion eine Reaktion. Also Karma ist für mich so der Weg zur Ganzheit. Und wenn wir sagen, nur die Mondknoten sind karmisch, ist das natürlich auch nicht korrekt, weil im Prinzip ist das ganze Horoskop, was so karmisch ist, das ist dann gar nicht so bewusst, wenn wir immer sagen, naja, die Karma-Astrologie, das Esoterische, das Spirituelle, das ist nicht so für mich. Alles ist spirituell, ja, alles. Und Rolf hat mir am Mittwoch am Abend, eben wie er geschrieben hat, dass Dieter ausfällt, hat er mir noch geschrieben, ob wir nicht auch über die Erbsünde sprechen werden. Und da habe ich dann auch noch sinniert und habe mir gedacht, naja, Erbsünde. Ich bin jetzt nicht sehr katholisch, ich bin sehr gläubig, aber anderer Glauben. Und wenn man es jetzt aus der christlichen Perspektive eigentlich betrachtet, also aus dieser Kirchenperspektive, haben wir ja alle die karmische Schuld durch Eva, Lilith, Bäumchen, ja, Baum der Erkenntnis. Und ich würde sagen, allein, dass wir hier sind,
heißt eigentlich, dass wir noch nicht reif sind für den Himmel. Und deshalb befinden wir uns in einem Körper, der ja auch nicht immer mitspielt, und wollen einfach unser Karma aufarbeiten. Was immer wir gesät haben, was immer wir uns vorgenommen haben zu lernen. Und allein auf dieser Welt zu sein, ist im Karma, um etwas auszubalancieren, zu lernen. Sonst wären wir einfach nicht da. Und die Erbsünde besagt, dieses Wort Erbsünde besagt für mich einfach nur dasselbe. Das Wort Sünde ist natürlich nicht, in der Kirche müssen wir hingehen und sagen, durch meine Schuld, ich will es gar nicht wiederholen dreimal. Ja, aber dreimal wird das wiederholt und immer wieder wird der Herr zeigt. Ja, also eigentlich unvorstellbar. So, und jetzt wenden wir uns den Mondknoten zu. Also der absteigende Mondknoten, das ist der, der dieses Bauchel unten hat, wie eine Schale. Das ist der südliche Mondknoten auch genannt. Oder man sagt auch Cauda Draconis dazu. Da neigt sich eben diese Mondbahn unter die Sonnenbahn. Und diese Bewegung nach unten wird einfach assoziiert mit nach innen, unbewusst. Und daher wird dieser Knoten allen Vergangenen zugeordnet, unserer karmischen Spur, die wir da gelegt haben im Laufe unserer ganzen Inkarnationen. Das ist so die Summe von allen Sachen. Das ist der Weg des geringsten Widerstandes, weil das kennen wir schon. In diesem Topf sind drinnen Gewohnheiten. Und Gewohnheiten, wir wissen, wir haben gute Gewohnheiten, wir wissen auch, wir haben schlechte Angewohnheiten. Aber in diesem Topf sind positive Sachen drinnen, wo man sagt, das können wir schon. Wir können uns dorthin retten, wenn wir unsicher sind. Aber da sind auch Schlacken. Ja, und die Schlacken müssen wir auch bearbeiten. Die müssen wir da auch ausräumen. Und wir haben ja gesagt, die Qualität, die Mondbahn neigt sich nach unten, ist unbewusst. Das heißt, wir wissen nicht, was geht's denn da eigentlich. Und die Gefahr, das ist mir wichtig, ich habe es gestern schon angesprochen, die von uns Astrologen eigentlich ausgeht, ist total offensichtlich, diese Spekulationsbörse. Ja, also für mich persönlich ist jeder, der sich anmaßt, konkrete Aussagen über vergangene Leben zu machen, ich habe gestern gesagt, sie waren Kleopatra, ja, und darum haben sie Milch so gern, denn sie haben in Milch gebadet. Ja, ja, oder was auch immer. Da machen wir uns eigentlich des Missbrauchs schuldig. Wir können nur das große Thema umschreiben. Und ja, selbst da ist es Spekulation. Ja, aber die Leute werden sagen, oh, so reagiere ich oft. Da erkennen sie sich. Das, was sie erkennen, das ist das, was wir ihnen aufzeigen müssen. Und die positiven Sachen, die drinnen sind und auch was mögliche Schlacken sind, die da drinnen sind, dass sie das bearbeiten können. Also da haben wir einfach Gedanken, Ereignisse, Zusammenfassungen von Ideen aus den letzten Inkarnationen. Da findet man das, was uns in Fleisch und Blut übergangen ist, einfach Verhaltensmuster von, keine Ahnung, tausenden Jahren von Arbeit an uns selbst. Und dieser Mondknoten sagt mir, ist mondhaft und Mond hat immer mit der Vergangenheit zu tun. Überlegt einmal, wie lange ist ein Krebs, Entschuldigung, alle Krebse, alle mondbetonten Menschen, ich weiß Gott sei Dank nicht, wen mich jetzt so die Füße steigt, verletzt einen Mond, verletzt seinen Krebs, er merkt sich's ewig, es ist nicht nur der Skorpion, da finden Verletzungen statt und im Skorpion reagieren wir dann etwas heftiger. Ja, aber wir merken es uns, das ist der Mond. Und nicht umsonst ist der Merkur im Krebs Elefantengedächtnis. Für immer und ewig. Ja, also hier sind wir einfach in Mustern verhaftet. Und jetzt funktioniert das nicht mehr so. Jetzt kommen wir daher, tun in diese Inkarnation und es funktioniert einfach nicht mehr so. Und das bemerkt man aber erst im Laufe des Lebens. Also desto älter wir werden, desto mehr können wir umsetzen. Und die Mondknoten sind sicherlich nichts, was man schon in der Kindheit bearbeiten kann. Und es sind auch die Eltern aufgerufen, die Kinder, dort wo ihre Mondknoten stehen, nicht nur zu unterstützen, sondern ihnen genau was anderes zu zeigen, um ihnen den Weg später zum aufsteigenden Mondknoten einfach zu erleichtern. Und wir wissen, dass der Aszendenten sehr ein, unter Anführungszeichen, sensibler Punkt ist, aber dort, wo der absteigende Mondknoten ist, dieser Südknoten, ist auch ein ganz schwacher Punkt im Horoskop, weil er zeigt einfach die Fußspuren, die wir hinterlassen haben, diese ganzen karmischen Überreste, die noch offen sind. Und das geht's.
Und das ist jetzt nichts Negatives. Also mir ist es ganz wichtig, dass man nicht sagt, oh, ey, dort ist ganz schlecht, ja. Aber sie beschreiben einen Teil von unserem Charakter, der in den vergangenen Leben einfach sehr viel entwickelt worden ist, vielleicht überentwickelt sogar. Und das müssen wir eben bearbeiten. Und diese Themen von diesen absteigenden südlichen Mondknoten begleiten unser Leben lang und werden uns immer wieder präsentiert und wir steigen immer wieder in die gleiche Falle wie in einen Fettnapf. Und manchmal bringt dieser absteigende Mondknoten auch Schicksalsschläge, die uns zwingen, zum aufsteigenden Mondknoten zu gehen. Oder Ereignisse, es muss nicht immer ein furchtbares Schicksal sein. Es kann auch Schicksal sein, wenn wir Kinder kriegen, ja, wenn wir wen kennenlernen. Wir wissen, das ist immer auch betont mit irgendwelchen, jede Ehe hat Hoppalas, ich meine nicht, ne, aber ansonsten, ja. Und an die Vergangenheit soll man sich erinnern, aber nicht in ihr verweilen. Und ich habe seit kurzem einen Spruch, der hat mir so gefallen, wenn wer immer nur erzählt in meiner Beratung, und da war, und da war, und da war, da war, und ich probiere schon die ganze Zeit, na, was können wir denn draus machen? Und dann sage ich irgendwann so als Stoppding, wissen Sie eigentlich, warum bei einem Auto der Rückspiegel so klein ist und die Windschutzscheibe so groß? Und dann, ja, da muss ich nicht so oft reinschauen, so genau, hätten wir 4 Unfälle, ne, wenn es nur nicht so viel. Ne? Also es geht einfach nach vorne. Und dieses nach vorne ist der aufsteigende Mondknoten. Also das ist der nördliche Mondknoten oder der Drachenkopf und wird auch Caput Draconis genannt. Übrigens ist das, glaube ich, das ist das Passwort von Harry Potters Gryffindor-Entwicklung. Schaut Harry Potter an. Diese Frau kann Astrologie zum Umfallen. Es sind 500.000 Sachen drinnen. Das ist unvorstellbar. Ihr findet alles, von Chiron über Pluto, ihr findet alles. Ja, und diese Qualität von diesem Drachenkopf ist eine, sollen wir uns bewusst dorthin begeben, ist ja sonnenhaft, also bewusster Weg. Da geht es um Irdisches, da geht es um Materie, also um unser Leben, das, was von uns angestrebt wird in dieser Welt. Und da sollen wir uns einfach ausleben, da sollen wir probieren. Und da geht schon noch Anziehungskraft aus, aber der Ruf ist manchmal halt nicht so laut, nicht? Weil das andere so gewohnt ist. Und wir haben aber, wenn wir sozusagen sagen, diesmal habe ich es anders gemacht, das ist Arbeit am aufsteigenden Mondknoten. Man sagt, boah, das hat funktioniert, da muss ich noch ein bisschen tunen. Und wir Astrologen wissen, was dieser aufsteigende Mondknoten von uns will. Ja? Und es ist Arbeit. Die Mondknotenachse ist einfach Arbeit. Das ist nicht, ich setze mich hin und lass geschehen, wo Neptun manchmal sagt, ah, lass laufen. Da müssen wir wirklich leisten. Und es geht beim aufsteigenden Mondknoten, er ist sonnenhaft, Kopf, ja, er ist sonnenhaft, das ist aktiv und es geht Kopf vor Bauch. Bauch wäre unten der südliche Mondknoten, das Gefühl, die Emotion. Und ich sage immer, mein Gott, hört auf euer Bauchgefühl. Da dürfen wir mal nicht hören, da müssen wir hinschauen und was machen draus. Es ist eine Lebensaufgabe und es ist nicht, wie es in manchen Büchern steht, wir gehen von da nach da, sondern es ist ein Hin und Her. Wir müssen diesen Mondknoten, diesen Drachen zusammenführen, Kopf und Schwanz, die gehören zusammen, die sind getrennt, das ist ja schlimm. Ja? Und das heißt, der Kopf nimmt auf, zeigt die bewusste Richtung an, der Schwanz scheidet das alte Überflüssige aus. So könnte man sich das vorstellen, wenn man sich einen Drachen vorstellt. Und es ist nicht einsehbar, dass wir den Schwanz zurücklassen müssen und nur mit dem Kopf existieren. Und ich erkläre das meinen Schülern so, wir haben in der Steiermark den Thalersee und da ist ein ganz kleiner See, da ist ein Lokal draußen und in der Mitte von dem Thalersee ist eine kleine Insel. Und wir stellen uns jetzt vor, es ist Winter und der Thalersee ist zugefroren. Und wir wissen, wir müssen von dem Lokal in diese Mitte von diesem See. Und ist zugefahren und wir stehen dort mit High Heels. Super. Ja, also wir müssen mit High Heels da drüber. Das heißt, wir gehen einen Schritt und uns haut zum Popsch. Und wir werden uns wieder zurückretten zum Restaurant. Und diese Bewegung, immer ein paar Schritte mehr und wieder zurück, ja, das ist die Arbeit. Und dann stehen wir irgendwann auf der Insel im Thalersee und sagen, ja, nördlicher Mondknoten, ich habe es geschafft. Wir schauen zurück und dort steht unsere Handtasche.
Wir haben sie vergessen. Wir müssen wieder zurück und was rausholen. Und das ist die Arbeit an diesen Mondknoten. Ja? Also nicht einen Pol durch den anderen ersetzen, sondern integrieren diese beiden. Opposition fordert ja immer ein Tauziehen, wie wir wissen. Ne? Vergangenheit mit Zukunft verbinden, um in der Mitte ins Hier und Jetzt zu gelangen. Das wäre die Insel im Endeffekt. Und Mondknoten bringen meistens nichts Lustiges mit sich. Ja? Manchmal tun sie unsere materiellen Interessen negieren, das interessiert die meisten Menschen nicht. Ich habe schon gestern gesagt, das sieht man am Symbol der Erde, das Kreuz über dem Kreis, also Materie über Geist. Also auf der Erde reagiert einfach die Materie über dem Geist. Also manchmal wollen wir das nicht. Und wenn die Mondknoten auslösen, euch brauche ich nicht erzählen, was auslösen heißt, also wenn sie aktiviert sind, Transite, Direktionen, Progressionen, was auch immer, Solare, dann hat dieser Mensch eine Aufgabe davon zu lösen. Ja? Und wenn wir zum Beispiel mit so Sachen jemanden kennenlernen, dann wissen wir eben nicht, wir sagen zwar, boah, der kommt mir vertraut vor, mit dem kann ich verschmelzen, wir brauchen gar nichts sagen, wir schauen uns in die Augen und wissen, was der andere meint. Dann haben wir wen kennengelernt, mit dem wir karmisch ganz viel verbunden waren, was immer wir mit dem waren. Und wie es ausgeht, ist auch vollkommen wurscht, ob ich mit dem glücklich 50 Jahre verheiratet bin oder ob ich einen anstrengenden Weg habe und das Ergebnis ist eine Trennung, was auch immer. Und unsere Kinder kriegen wir mit den Mondknoten, wir lieben sie. Aber es ist ein schöner Weg. Jeder, der Kinder hat, weiß, das ist super. Und wenn sie erwachsen sind, denkst du, ja. Und auf einmal kriegen sie einen Partner und du denkst, nein. Und dann kriegen sie Kinder und du denkst, was machen sie mit denen? Ja, also es ist immer auch unsere Aufgabe, auf jeden Fall. Ja. Und diese Mondknoten zeigen einfach diese spirituelle Aufgabe an und die fragen auch, wozu bin ich da? Wenn ihr sagt, warum? Schaut euch Saturn an, hebt der Augenbraue und sagt, ist so. Ja, Saturn ist immer, warum fragen, ist Saturn. Aber wenn ihr sagt, wozu, was soll ich lernen? Ja, was ist zu lösen? Und dieser karmische Rucksack ist, wir haben einen Rucksack, einen karmisch mit Lernthemen. Diana Ritter hat gestern das Wort Rucksack auch verwendet, da habe ich Christian angeschaut und wir haben gelacht, weil ich wusste, ich habe Rucksack drinnen, ja. Weg und Ziel vorgegeben, aber ich kann mich entscheiden. Fahre ich auf der Autobahn oder fahre ich auf der Landstraße? Bin ich schneller oder langsamer unterwegs? Wenn ich aber vom Weg abweiche, vom Ziel abweiche, dann wäre ich so wie der Kasperl, so wie das Krokodil, so wenn ich auf den Deckel kriege, ja, mein Schicksalsplan sagt zurück auf den richtigen Weg. Das heißt, ganz frei sind wir nicht. Und ich möchte kurz, Rahu und Ketu heißen diese zwei Mondknoten auch. Das kommt aus der indischen Astrologie, die ganz viel arbeiten mit den Mondknoten, noch viel mehr wie wir. Und Rahu ist eben der nördliche und Ketu der südliche. Und die Inder singen einen immerwährenden Gesang, ein Mantra, ja, für die Anbetung der Mondknoten. Wer von euch hat schon einmal eine Anbetung für einen Mondknoten gehört, ja, so ein Mantra? Und es geht so Om Rem Rahave Namaka. Om heißt Wort für Spiritualität, Rem heißt ich rufe dich. Rahave heißt Gott Rahu, Rahu göttlich. Und Namaka, ich verehre dich oder ich begrüße dich. Sie begrüßen es, ja. Und wir sollten ein bisschen mehr auf unsere Mondknoten schauen. Und jetzt habe ich zuerst gesagt, die Mondknoten selber können überhaupt nichts machen. Ich beeile mich schon, ich brauche ein bisschen länger. Die Mondknoten können selber nichts machen, aber sie haben Dispositoren. Der Dispositor, wenn ein Mondknoten im Widder steht, ist Master Dispositor. Und diese Dispositoren, wenn sie von unseren Mondknoten kommen, absteigend wie aufsteigend, sind noch karmischer wie die anderen Planeten. Das heißt, wenn diese Planeten im Transit, Progression, Solar, was auch immer, was machen, dann muss man im Kopf behalten, dass es der Dispositor der Mondknoten ist und dass wir jetzt an unserer Knotenachse arbeiten. Und auf einmal wissen wir nicht, warum der blöde Mars uns so feigelt, den anderen nicht so. Ja, wenn es unser Dispositor von einem Mondknoten ist, dann ist er für uns eine andere Bedeutung. Ja? Wo ich jetzt nicht mehr drauf eingehe, wer sind die Finsternisse, die haben auch zu tun mit den Mondknoten. Also
das ist auch eine Berechnung, und 4 bis 6 Mal im Jahr gibt es Finsternisse. Und darum sagt man auch, dass der Drache, die Mondknoten, die Finsternis herbeiführen. Und es gibt, wie ihr wisst, verschiedene Finsternisse. Und in allen, in den Mythen von ganz vielen Völkern kommen immer wieder Drachen vor. Ich weiß, als Jugendlicher Dragonheart, weiß ich nicht, wer das gesehen hat, der Wahrer oder der Beschützer des Kodex. Oh, schaut sich den mal an. Weiß nicht, jetzt bin ich alt. Weiß nicht, ob er mir noch so gefällt, aber ich glaube schon. Und bei einer Mondfinsternis kommt so zum Auslassen der weiblichen Kräfte und bei der Sonnenfinsternis mehr zum Auslassen der männlichen Kräfte. Und Finsternisse bringen auch oft Veränderungen mit sich, die mit karmischen Aufgaben zu tun haben. Meinen Schülern zeige ich immer von der Romy Schneider, die hat auf 10 Grad Schütze eine Finsternis gehabt und ihr Sohn David hat auf 10 Grad Schütze seine Sonne. Und wir wissen, dass der Sohn tödlich verunglückt ist mit 15. Also hat ihr Sohn mit seiner Sonne ihre Finsternis ausgelöst. Und ihr könntet euch in euren Horoskopen Punkte machen, wo die vorgeburtlichen Finsternisse drinnen sind, auf wie viel Grad. Und dann beobachtet mal, wenn da irgendwie Progressionen, Transite, Solare drüber gehen, was passiert. Ihr müsst forschen mit eigenen Horoskopen, nicht nur mit euren Kunden, ja. Chinesische Beobachter stellen sich vor, dass bei der Finsternis ein himmlischer Drache den Mond verschlingt. Die Wikinger fürchteten den Mond Hati, der dem Mond im Himmel nachjagt und ihn gelegentlich fängt. Die Amazonas-Indianer begründeten den bei einer totalen Finsternis rot-braun gefärbten Blutmond mit einer Pfeilattacke eines jungen Bogenschützens. Und diese Attacke lässt eben den Mond bluten, bis ein Schamane den Pfeil herauszieht und die Wunde wieder heilt. Und der Christian hat mir vor 2 Tagen gesagt, die Babylonier sagten zu einer Mondfinsternis, sein Mond mit ungewaschenen Füßen. Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und wenn wir schon bei den Mythen angelangt sind, alle Religionen verfügen über Drachen und die älteste Erwähnung findet man in sumerischen Dokumenten in Mesopotamien. Dort hat die Vorstellung geherrscht, dass der Himmel wie ein Obstgarten oder wie die Krone eines Baumes ist und die Früchte auf dem Baum sind Sterne. Und der Stamm selber war die Rotationsachse der Erde. Und von diesen Früchten vom Baum der Erkenntnis, wir sehen das Gleiche, ja, zu naschen, heißt, sich Geheimwissen anzueignen. Und das sollte man natürlich nicht. Und ein Drache hat diesen Garten bewacht, der Draco da von dieser Fohle. Und die 3 Hesperiden essig gibt es, wie ihr wisst, ja, die haben diesen Obst, die haben diese Äpfel aufgepasst und es hat geheißen, jeder, der so einen Apfel isst, wird ewige Jugend erlangen. Und die 11. Aufgabe vom Herkules hat darin bestanden, den Hesperiden einen goldenen Apfel zu stehlen. Und der hat einfach mit einem Pfeil den Drachen getötet, hat anschließend Atlas, das war der Vater der Hesperiden, in den Garten geschickt, um einen Apfel zu holen. Und der hat zuerst gesagt, kann ich nicht, Atlas, ich trage die Schwere der Welt auf meinen Schultern. Und dann hat der Herkules gesagt, komm, ich nehme dir das kurz ab. Dann bist du kurz befreit und hol mir doch einen Apfel, dafür ist ja nichts Besonderes. Und so ist er zu dem Apfel gekommen. Und der Hauptstern des Drachens ist Tuban. Tuban war der Stern der Sumerer, circa, also 4000 vor Christi, und es war damals der Polarstern. Heute ist es ja Polaris. Und ein Schacht in der Cheops-Pyramide zeigt genau auf Tuban hin, weil durch diesen Schacht die Seele des verstorbenen Pharaos sich mit den unsterblichen Sternen des Nordens vereinigt. Und Tuban war ja damals der einzig Unbewegte am Fixsternhimmel. Und der hat genau da drauf geschaut. Und man sieht auch da ein Bild davon, von diesem Guckloch. Und in der Stufenpyramide vom Pharao Djoser zeigt sich, wie wichtig der Polarstern eben damals war. Der hat genau eben da durchgeschaut. Und diese Seelenstatue von den Pharao ist heute in einem Museum in Kairo und schaut nicht mehr nach Norden. Was für ein Fauxpas. Er sieht daher nicht mehr auf den unsterblichen, unbewegten Pol des Himmels. Wenn man übrigens den Mittelpunkt des Präzessionskreises nimmt, dann zeigt
die ist ja genau auf, dem Herz des, auf das Herz des Drachens. Und das symbolisiert, dass der Drache in der Mitte der gesamten Menschheitsgeschichte liegt, des Evolutionsprozesses allen Lebens. Wenn wir schon beim Drachen sind, zum Beispiel Ethanin, der schöne Fixstern, ist auch im Kopf vom Drachen und der steht für philosophische und esoterische Studien. Und Hermann Hesse hat zum Beispiel sein Jupiter draufstehen gehabt. Also das ist schon was Besonderes da. Ja, wir hätten dann noch ein paar Geschichten. Wir haben auch Motorräder da. Franz, machst du hinter dir kurz zu? Danke. Eine Geschichte erzähle ich noch. Und zwar ist eine indische, die gefällt mir am besten. Und die Götter und die Dämonen haben sich irgendwann um die Herrschaft der Welt gestritten. Eh klar, gut und böse. Und die Dämonen waren Schlangen. Schlange, Drache, also ziemlich gut zu verknüpfen. Und bei den Indern war ja die Schlange eine Schlaue und hat Urwissen besessen, gleich wie der Drache bei den Christen. Und Vasuki, der indische Herrscher der Unterwelt, hat den Ozean einmal umgerührt und diese Götterfrucht Amrit, das Lebensnektar, ist nach oben gekommen und die Götter haben davon genascht und sind unsterblich geworden. Aber Vasuki, der Gott der Unterwelt, hat verbotenerweise auch genascht und Sonne und Mond haben ihn dabei erwischt und sind tratschen gegangen zum obersten Gott Vishnu. Und Vishnu hat die Sonnenscheibe genommen, den Diskus, und hat nach Vasuki geworfen und hat diesen damit geteilt. Und da er vom Amrit, vom unsterblichen Lebensnektar genascht hat, war er ja unsterblich. Und diese beiden Teile sind die Drachen geworden, unsere Mondknoten. Ja, und die Mondknoten rühren sozusagen im Ozean des Unbewussten und bringen Qualität ins Bewusste, die uns unsterblich macht. Ich glaube, wie spät haben wir? Ich wollte noch erzählen von Planeten am Südknoten. Ganz kurz, Planeten am Südknoten halten fest. Wir müssen sie zuerst bearbeiten und in eine andere Form bringen, dass wir uns überhaupt auf den Weg der Mondknoten begeben können. Und Planeten am Nordknoten sind einerseits Umsetzer und Helfer, die helfen uns, aber allein, dass sie auf den Knoten stehen, bedeutet, dass sie auch noch in eine andere Form gebracht werden müssen. Wir müssen sie ja noch lernen, da oben sind wir ja unbewusst. Das heißt, da haben wir noch einmal ein Thema. Und Aspekte zu den Mondknoten, da möchte ich, also Sextile, Trigone, nicht? Wenn er zu einer Sextil macht, macht er zum anderen ein Trigon. Und es wäre besser, er macht zum aufsteigenden Mondknoten ein Trigon, weil da die Entwicklung gefördert wird. Macht er nämlich das Trigon zum Absteigenden, wird das Alte unterstützt. Wir bleiben länger hängen, weil es ja das Trigon ist. Ja? Und auf jeden Fall die Quadrate, die müsst ihr euch anschauen. Also die zeigen, wo wir Menschen wahrscheinlich früher vom Weg abgekommen sind. Dieser Planet muss zusätzlich zu den Mondknoten gelernt und integriert werden und zwar viel stärker wie alles andere. Man glaubt nämlich, also ich habe zum Beispiel Saturn im Quadrat zu den Mondknoten, weil Saturn in 6, ne, wer mich kennt, weiß, wie genau es sein muss. Also ein bisschen schwierig. Und der Saturn, man glaubt lange, der Planet lenkt ab. Der ist der schwierigste im Horoskop. Aber eigentlich sind wir so mit dem beschäftigt, dass er uns ablenkt von unserem Lebensweg. Und wenn sich das anschaut in einem Horoskop und ihr schaut sich einen Ablenker an und sagt, boah, den lasse ich jetzt einmal liegen, mein ganzes Leben beschäftige mich schon, zum Beispiel mit Saturn, kümmere mich jetzt einmal um meine Knotenachse. Habt ihr auf einmal ein ganz anderes Thema. Ja? Außer der Aufsteigende ist im Steinbock. Oder 10, ja. Ja, Transit, ja, das mache ich jetzt nicht. Und ich habe eine Reise zu den Mondknoten, die wir jetzt mit euch machen möchten. Die sind mit den Ahnen ergänzt worden durch dieses Seminar, durch dieses Thema. Und da der Christian die 5000-mal schönere Stimme hat wie ich ich von Christian eine aufgesprochene, wie nennt sich das, unbewusst, so subliminell, also gegen Schmerzen hast du mir das gemacht,
Und seine Stimme ist da so toll. Und nun wird der Christian euch diese Meditation vorlesen und dann übernehme ich nochmal ganz kurz. Okay, macht's euch bitte ganz bequem. Und soweit das auf den Stühlen möglich ist, entspannt euch. Bewusst spürst du deine Füße auf dem Boden. Du bist gut geerdet. Beobachte, wie der Atem ein- und ausströmt. Ein wunderbarer Kreislauf. Und mit jedem Einatmen nimmt kraftvolle Energie auf. Ich bin. Und mit jedem Ausatmen lasse alles Belastende los. Ich sehe, wie es sich in Licht auflöst. Und aus meinem Herzchakra strömt eine leuchtend blaue Energie, ein blaues Licht. Und dieses Licht fließt nach links, berührt meinen Nachbarn zur Linken. Wir alle empfangen das Licht und geben es weiter. Wir alle sind jetzt mit diesem blauen Licht verbunden. Wir sind gut geschützt. Stell dir vor, du bist ein Kind, etwa 9 Jahre alt. Du befindest dich auf einer lichten Waldwiese. Sie ist ganz rund von hohen, bergenden Bäumen umgeben. Die Luft ist frisch und klar. Das Rascheln der Blätter im Wind. Langsam gehst du in die Mitte der Wiese. Dieses kreisrunde Waldstück gehört nur dir. Du fühlst dich sicher und geborgen. Und am Rand der Waldwiese siehst du ein Haus. Es ist dein Haus. Und du gehst langsam darauf zu. Betrachte es aufmerksam von außen. Die Fenster, das Dach, die Tür. Alles wirkt einladend, vertraut. Du bemerkst, dass die Tür offen steht und gehst hinein. Auch hier schaust du dir alles ganz genau an. Gehe durch die Räume und mache dich vertraut. Jeder Raum erzählt eine Geschichte und du spürst, dass alles hier dir und zu dir gehört. Und nach einer Weile gehst du wieder nach draußen und schaue dir die Umgebung an. Der Wald gegenüber ist in Nebel gehüllt, geheimnisvoll. Du siehst nicht genau, was dort ist und entscheidest, dass du wieder in das sichere,
in dein sicheres Haus zurückgehst. Dort fühlst du dich sicher, geschützt und wohl. Die Zeit vergeht, du wirst größer. Jeden Tag schaust du aus dem Fenster und beobachtest die Umgebung. Der Nebel, der den Wald umhüllt, beginnt langsam sich zu lichten. Du bemerkst, wie du neugierig wirst. Und eines Morgens ist der Nebel verschwunden. Du gehst aus dem Haus und siehst jetzt auf der anderen Seite der Waldwiese ein weites und ein weiteres Haus. Du gehst auf dieses neue Haus zu. Schau es dir von außen an. Hat es Ähnlichkeiten mit deinem ersten Haus? Ist es anders? Alles wirkt vertraut und doch neu. Nimm dir Zeit, alles genau zu betrachten. Und du bemerkst, dass du einen Schlüssel für dieses Haus, dein Haus, in der Hand hältst. Du schließt die Tür auf und gehst hinein. Und wie sieht es innen aus? Nimm dir Zeit, alles zu betrachten. Jeder Raum hat seine eigene Atmosphäre. Jeder Raum lädt dich ein, ihn zu erkunden. Und während du das Haus erkundest, spürst du plötzlich eine leise, liebevolle Präsenz. Du drehst dich um und siehst einen Ahnen, der auf dich zukommt. Er oder sie ist lichtvoll, freundlich und weise, als ob sie oder er aus einer anderen Zeit stammt. Dieser Ahne lächelt dich an und überreicht dir ein Geschenk. Oder er oder sie flüstert dir etwas Wichtiges ins Ohr. Etwas, was dir helfen wird, deine Bestimmung, deine Aufgabe zu finden. Nimm dir einen Moment Zeit, das ganz in dir aufzunehmen und zu verstehen. Und du spürst eine tiefe Verbindung und Dankbarkeit. Verabschiede dich nun langsam von deinem Ahnen. Und dann gehst du wieder vor die Tür. Und zurück in die Mitte der Wiese. Von hier aus kannst du beide Häuser sehen. Und beide gehören dir. Du fühlst eine tiefe Zufriedenheit und ein Gefühl der Zugehörigkeit.
Schaue dir noch einmal beide Häuser an und dann nimmst du Abschied. Und aus deinem Herzchakra strömt das Licht nach außen, umfließt uns alle hier im Raum und wird zu einer Kugel. Wir alle befinden uns inmitten dieser leuchtenden, ätherischen Lichtkugel, fühlen uns gut geschützt. Wir bedanken uns bei der geistigen Welt für den Schutz, die Hilfe und die Führung. Und ganz langsam in deinem Tempo löse dich aus dem Kreis. Nimm dich wieder hier im Raum auf dem Stuhl wahr. Und wenn du magst, beweg dich ein wenig. Und wenn du das Gefühl hast, du bist wieder ganz anwesend, dann öffne deine Augen und du fühlst dich erfrischt und gestärkt. Die Seele. Der Mensch ist nicht das Haus, in dem er wohnt. Die Seele ist nicht der Körper, in dem er wohnt. Das Haus zerfällt, der Körper verwelkt, doch die Seele blüht zu immer größerer Schönheit auf, wenn ihr Sein erkannt wird. Denn sie ist nicht von dieser Welt und nicht von dieser Zeit. Ihre Erbschaft heißt Unsterblichkeit. Ich hoffe, alle sind wieder da. Ich sehe ein paar Tränenlein müssen getrocknet werden. Ja,
Ihr könnt jetzt Fragen stellen und diesmal läuft der Christian. Ha. Haben wir gar nicht ausgemacht vorher, gell? Als erstes, bevor ich diese Frage stelle, möchte ich mich sehr herzlich für diesen wunderschönen Vortrag bedanken. Ich glaube, wir sind alle noch ganz in der beseelten Stimmung drinnen. Meine Frage geht allerdings wieder ins fachliche Deuten zurück. Deshalb lasse ich mir ein bisschen Zeit, dass wir nicht ganz die Stimmung jetzt brechen. Danke für die Mondknotendeutungen auch. Das war sehr wunderschön. Meine Frage bezieht sich auf Mondknoten im Transit. Also wenn der Mondknoten über Transite oder in der Progression unser Horoskop berührt, wie gehst du da damit um? Da hätten wir die Folie dazu, die sie nicht mehr ausgegangen ist. Also es gibt ja die Möglichkeiten, dass die Mondknotenachse selber sich bewegt und auf Planeten kommt. Dann heißt das, dass dieser Planet jetzt dran ist für Entwicklung. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass Planeten über die Mondknotenachse gehen. Und dann heißt es aber, dass die Mondknotenachse jetzt dran ist zu bearbeiten. Das ist genau, verstehst du, ist genau das Umgekehrte. Und ich habe die Folie auch gehabt, nur ich hätte noch viel mehr Stoff gehabt. Und die brauchen jetzt circa 18,5 Jahre einmal für einen Durchlauf so durch den Tierkreis. Drum war in der Meditation auch, du bist circa 9 Jahre alt, weil das die Hälfte von den Mondknoten ist, ja, und mit in der Hälfte von 18, ja, heißt es, dass das erste Mal ein Knotensturz ist. Nach 18 Jahren ist ja wieder die Konjunktion dann von den Knoten. Und diese 9er und 18er Jahr, also müssten wir immer weiterrechnen, sind ganz wichtige Jahre für uns selber. Und ich habe da noch aufgeschrieben vielleicht, das gefällt mir so, nicht? Ich habe heuer Mathematikerin im Grundkurs gehabt, die hat gesagt, oh, das ist ja logisch, nicht? Aber ich bin keine Mathematiker, ich hasse Mathematik, ja. Aber sie brauchen 18,5 Jahre für einen Durchlauf durch den Tierkreis, 18,5 Monate für ein Zeichen, 18,5 Grad pro Jahr und für ein Grad brauchen sie 18,5 Tage. Und Sonne und Mond im Tarot sind 18 und 19 und da wäre der Schnittpunkt die 18,5. Und die Mondknoten sind die Schnittpunkte von der Mond- und der Sonnenbahn. Nichts gibt es in diesem Universum, was nicht Zusammenhang hat. Aber ich hätte noch ganz viel von dem. Ja. Wenn der Mondknoten über den Planeten geht, dann ist der Planet reif für Entwicklung im Sinne des Mondknotenthemas. Im Sinne seines, wenn er über die Venus geht, dann muss die Venus, die Qualität von der Venus entwickelt werden. Und wenn ein Planet über den Mondknoten geht, ja, dann muss Arbeit am Mondknoten, das, was wir deuten, was wir lernen sollen, und vielleicht mit Umsetzung dieses Planetens. Okay, und wenn, das ist eben das Spezifische, wenn der Mondknoten zum Beispiel über die Venus geht, ja? Also ist ja auch nicht egal, wer der transitierende Faktor ist. Ja? Gut, der Mondknoten ist ein empfangender Punkt und hat keine eigene Qualität. Heißt es nur im Grunde dann, neutral gesagt, die Venus ist reif, jetzt zu diesem Zeitpunkt einen Schritt nach vorn zu gehen. Oder aus alten, wie es im Mondknoten dem Thema drin ist, alte Schlacken aufzulösen und neue Ziele anzupeilen. Und wenn der absteigende Mondknotenfeind ist, das ist gleich deine Frage, da gehe ich gleich drauf ein, besteht die Gefahr, dass wir alte Sachen wiederholen. Und wenn der aufsteigende ist, dass wir einen Schritt weitergehen. Aber es kann immer das andere auch sein. Weil wir entscheiden, ob wir lernen oder nicht. Es gibt Karma, es gibt Schicksal, aber wir entscheiden, wann und wie und was und wo. Kriegen wir das nächste Mal eine mehr über den Deckel, ne? Oder auch nicht. Also, das ist für mich so ein Unterschied. Ja. Also das Thema zeigt sich praktisch, ja? Und du selber entscheidest im Endeffekt durch Denken, Fühlen, Handeln, wie es dann ausgeht, diese genau. Sache. Ja, okay. Immer, wir entscheiden ja. Immer selber. Ja. Ja. Dankeschön. Bitte. Ja? Aha. Da schauen wir eine Frage noch.
Und dann werden wir. Wenn ich zum Beispiel den Planet vom Absteigenden in Konjunktion mit dem Aufsteigenden habe. Der Planet vom Absteigenden, also der Dispositor. Ja. Ja, also ja. Der Dispositor, sagen wir ein Beispiel bitte. Ich habe den Mondknoten im 3 in Steinbock. Ja, also und Saturn. Der Saturn in 9 in Konjunktion mit dem Mondaufsteigenden. Und der Herrscher von Saturn ist ICE eigentlich. Also nicht 3, sondern. Und 4. Aber im Prinzip ist jetzt einmal der Saturn der Dispositor. Und das ist natürlich eine wunderbare Zusatzaufgabe. Und du hast mir gestern was erzählt. Ja. Und darf du hast das gesagt, du willst jetzt das nicht erzählen. Ich habe gesagt, erzähl es ist so toll und es passt zu diesem Saturn. Das ist extrem berührend. Also ich habe ja vor 25 Jahren habe ich geforscht, meine Sippe. Die Daten waren recht gut abrufbar. Also meine Schwester hat sich ein Jahr bemüht, um die Daten zu bekommen. Und zwar sowohl väterlich wie mütterlich. Und es hat keinen Unterschied gemacht, ob es von der väterlichen Seite kam oder von der mütterlichen. Es hat sich herausgestellt, dass über die alle Generationen seit 1735 bis heute, dass sich alles abspielt auf diesen Graden, 10 Grad Krebs Steinbock. Einmal so, einmal auf der anderen Seite, plus minus 5 Grad. Und dann dachte ich mir vor 15 Jahren, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich drüber, meine Kinder und Enkelkinder haben diese Grade nicht besetzt. Schön, super. Bis ich draufgekommen bin, dass jede Feier, jede Beerdigung und selbst meine Tochter musste aus irgendeinem Grund die Hochzeit verschieben und dann kam sie wieder auf diese Achse. Und das ist bis heute so. Praktisch jede Firmung, jede Erstkommunion fällt wieder auf diese Achse. Und das hat mich wieder damit, jetzt befasse ich mich schon wieder damit. Eine tolle Struktur hat eure Familie. Ist die Frage, wie viel Struktur braucht es noch? Ja. Wie viel kann man mal locker lassen? Wie viel kann man mal sagen, oh, was brauche ich, dass mir gut geht und das Leben? Mhm. Einfach das mondhafte Leben. In dem Fall schon, ja, weil du hast jetzt Saturn da oben und Saturn ist nicht ganz leicht, dorthin zu gehen. Man sagt, du komm zu mir, ne? Ich meine, wir wünschen uns andere Planeten, die kommen zu mir, Saturn. Und es ist immer, auch die Krebs-Steinbock-Achse ist eine Achse. Und Saturn sagt zum Mond von da unten, geh du mit deinen Befindlichkeiten und deinen Wünschen, das ist lästige Beigabe, komm, komm, das gehört gemacht, ja. Das heißt, beide Pole leben. Mhm. Erkennen, was du willst, was du brauchst, was du machen willst, umsetzen und dann, na, was machen wir als nächstes? Also, lass einmal alle 4 Grad stehen, lass alles liegen und mach was dir Spaß macht. Eure ganze Sippe. Ich habe mich gefragt, ob meine Sippe in diesen Jahrhunderten einfach nichts gelernt hat. Nein, weißt du, es gibt 7 Meilenstiefeln und es gibt kleinere Stiefeln und umgekehrt, es ist doch eine tolle Struktur. Saturn kann auch Halt geben, nie vergessen. Und manchen Halt braucht man eine lange Zeit, bevor man sagt, jetzt brauche ich nimmer. Ihr werdet das wissen, wann ihr das macht. Meine Urenkel haben diese Achse wieder als Mondknotenachse. Unverstanden. Tolle Geschichte. Ja, danke. Machen wir die Frage. Du hast auch noch was dann, oder was? Die Frage noch, da rechts, 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 rechts. Wir gehen halt noch üben. Keine Chance. Ja, danke. Danke auch für den tollen Vortrag. Hat mich sehr bewegt. Frage dazu. Ich sehe es nicht nur einheitlich, weil ich sehe natürlich auch, wir haben jetzt die Mondknoten in der Waage Widder. Deswegen habe ich auch gefragt, ich habe die Venus am absteigenden Mondknoten auch in der Waage. Mhm. Das heißt, dass das kollektive Thema und mein eigenes Thema ja eigentlich ein Schwingungsfeld ist.
Ja, sollte ja sein. Also es könnte sein, dass dir andere Menschen begegnen, andere Situationen mit Menschen begegnen, wo ich mit meinem Thema wieder wie gehe ich konform damit um? Ja, das Zweite ist, da ich ja stark waagebetont bin und mein Thema, mein Lebensthema ist, bestünde doch trotzdem die Chance, dass sich da als von der dominanten Kette her das jetzt löst. Selbstverständlich. Gut, danke. Schau mal deine zwei Hände an, du hast das in der Hand. Ja, okay, danke. Danke euch. Thank you.